Heute ist der 12. November 2020. Ich bin jetzt vor der kleinen Hagia Sophia. Und jetzt werde ich da mal reinschauen gehen, werden wir die mal anschauen. Das war jetzt natürlich die kleine Sophia, die ist recht nett, die ist recht schön. Was mir aufgefallen ist auch hier, es hat überall Teppichboden, Schuhe muss man natürlich überall ausziehen. Fotos machen war jetzt erlaubt, ich habe mit dem Mann gesprochen gehabt, der hier arbeitet. Und ja, in der Gebetszeit ist es verboten, aber jetzt war es dann erlaubt. Ich habe mir das angeschaut gehabt, es sieht recht nett aus, sieht interessant aus. Könnte ein Baustil sein von einer orthodoxen Kirche. Ich habe hier keine Informationen gefunden jetzt gerade. Nach dieser Moschee jetzt gerade habe ich den Weg gefunden gehabt, den sieht man hinter mir, der Angeln, alle, der führt direkt am Bosporus entlang. Das ist hier an der See, das ist die Grenze zu Asien. Und das, was man im Hintergrund hört, ist jetzt Gebetszeit, das dauert eine Stunde. Hier kann man sehr schön entlang laufen. Und wenn ich mich jetzt rumdrehe, dann sieht man hier hinter die andere Seite, das ist die asiatische Seite, da ist dann Asien, weil ich bin jetzt direkt am letzten Schritt von Europa. Und ich schließe das dann hiermit ab, dieses Video. Vielleicht mache ich noch ein paar Fotos, ein paar Videos auf dem Weg back zurück in die Stadtzentrum rein. Und dann werde ich die Sachen von der Kamera ziehen. Die SD-Karte ist jetzt auch fast voll. Nochmal schöne Grüße hier vom Bosporus. Hier ist Asien, hier ist der Bosporus. Und diese Seite, das ist Europa.